Körper und der Faust zur Zugspitze extrem. Zwei Tage in Einsatz gewesen, bei Schnee und Regen. Überhaupt kein Problem gewesen. Regen und Schnee, überhaupt nichts los. Sohle kann ich noch nicht viel sagen. Das ist, ich werde ein paar Fotos von der Sohle auch machen. Sohle, ja, ich war im normalen Gelände mit Moritz unterwegs. Ja. Es sind so viele Umfragen da, sie wollen den Schuh sofort kaufen. Erstens, der Schuh. Der Schuh ist erst ab Mitte 2022 verfügbar. Ich werde ihn jetzt testen, ein paar Monate, und dann sehen wir weiter. Und ab 2022, Mitte des Jahres, ist er verfügbar. Ja. Preis und das wird alles nachher bekannt geben, das ist jetzt nicht so das Wichtige. Wichtig ist, dass der Schuh gut ist und lang haltet und ein sicherer Tritt ist. Das ist das Wichtigere. Steigeisen und das kannst du auch dafür tun. Ja, zu das. Das zum Pfanner extrem. Ich werde auch noch ein paar Bilder von der Sohle rein tun, weil wegen der Sohle haben wir ein paar angefragt. Vorne ist er ein bisschen überlobt, damit man ins Stellengelände ein bisschen eintreten kann in die Erden oder Stein oder was halt da ist. Ja, ja. Schauen wir es an. Ab Montag bei der Seilbahn habe ich zwei Buchenpartien zu Niederwamsen, die Wochen. Ja, und dann sehen wir weiter. Da wird der Schuh schon einmal hergenommen, ein bisschen. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Dankeschön für die ersten 500 Abonnenten von meinem Kanal, wo ich ein bisschen Werbung mache von den verschiedenen Geräten. Dankeschön. Bitte schön weiter sagen. Ja, Grüße an alle Dieselbauer, Austria Forst, 1000 Zaser, ein schönes Wochenende. Mit deiner, wir haben heute schon telefoniert oder halt geschrieben, ja, Koglerbuhr, Wilddorfwald, Saualpe, Boldwastel, ja, der Schuh, meine ich, wird ganz gut. Nach zwei Tagen kannst du nicht viel sagen, aber mir taugt er, also Kommodes und Drogen, ja. Ja, und das zu meinem Kanal und dann sehen wir weiter, wie es weiterläuft. Alles andere wird es ja geben. Melde mich demnächst. Schöne Grüße an Pfanner Anton. Und dann hätten wir eigentlich alles gesagt wieder. Bis demnächst. So, jetzt zwei Tage Buchen kleben, Brennholz kleben. Und dann ist das Wochenende um und dann fahre ich wieder. Ab Montag. Oder Sonntag in der Nacht. Pfiat euch und ein schönes Wochenende. Noch ein paar Fotos von der Sohle. Sohle. Du wolltest die Sohle schauen. Zack. Hab ich ein paar. Da könnt ihr zuschauen, die Sohle, was da noch alles ist. Da hinten für die Steigeisen. Ja. Ja. Viele haben gesagt, er schaut gut aus, ein Schuh. Ja, vor allem schaut er gut aus. Die Funktion muss er erfüllen. Was wie ausschaut, ist das ist nicht so das Wichtigste. Aber ist ja keine Modeschau im Wald. Das ist einmal so. Ja, wie gesagt, Pfanner, Zugspitze extrem.